Danke, Christian, für den Sport. Und bei mir geht es jetzt weniger um große Männer mit strammen Waden, dafür um kleine, pelzige Dinger mit dicken Backen, um Hamster. Und wenn ich mich da recht an meinen Heimatkundeunterricht Klasse 4 erinnere, ist der Hamster ein Schädling und gehört deshalb ausgerottet. Jetzt, 20 Jahre später, ist der Hamster in Thüringen tatsächlich selten geworden. Erstmal gucken, ob die Luft rein ist. Feldhamster sind vorsichtig. Noch ist es hell auf dem Acker bei Erfurt, aber die Hamster sind schon unterwegs. Der Winter geht und die Vorratskammern sind nicht mehr voll. Auch ein seltener schwarzer Hamster lässt sich jetzt blicken. Die schwarzen Tiere gibt es deutschlandweit nur in Thüringen. Doch hier werden sie immer seltener. Martin Görner weiß, wo er noch Hamster findet. Seit 30 Jahren beobachtet der Artenschützer die Tiere. Dass es immer weniger gibt, entdeckte er durch Nahrungsanalysen beim Uhu. Den Rückgang des Hamsters habe ich daran gemerkt, dass durch bei populationsökologischen Untersuchungen beim Uhu die Hamster in den Fraßlisten des Tieres immer weniger zutage traten. Die Uhus, aber auch Greifvögel wie der Rotmilan, fanden einfach keine Hamster mehr. Dabei war der Hamster doch noch vor wenigen Jahrzehnten ein Schädling. 100.000 Tiere im Jahr fingen die Hamsterjäger früher allein in Gotha. Heute kann man froh sein, wenn man noch einen sieht. Was den Hamster das Leben so schwer macht, können die Artenschützer nur vermuten. Das Entscheidende ist wohl die intensive Landwirtschaft, besonders das schnelle Abernten der Feldkulturen, das tiefe Pflügen und sicherlich also auch die Bodenverdichtung. An den Straßenböschungen buddeln immer mehr Hamster ihre Löcher, um den Pflügen zu entgehen. Hier ist der Boden locker und ungestört. Aber wenn die Hamster im Herbst auf der Suche nach Futter ausschwärmen, dann endet für viele der Weg hier. Man bemüht sich auf vieler Ebene, dass beispielsweise Stilllegungsflächen eingerichtet werden, dass wir bestimmte Feldkulturen länger erhalten, dass sie nicht schnell abgeerntet werden. Es werden begleitende Untersuchungen gemacht, um wissenschaftliche Ergebnisse darüber zu sichern. Aber wenn es immer weniger Hamster gibt, wird es bald auch schwer, sie zu untersuchen. Die Artenschützer wissen das. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Warum beispielsweise wandern die Hamster so oft von einem Feld zum anderen? Sind schwarze Hamster besonders gefährdet? Und welche Folge haben Pestizide? Die Artenschützer geben ihr Bestes, um die Hamster zu erhalten. Und die Hamster helfen so gut es geht mit. Sie bleiben immer schön in Deckung. Wir sehen es ja schon am ersten Grün, das